Destiny Folge, ich glaube, das ist 38 und wir haben irgendwie legendäre Ausrüstung freigeschaltet, aber das heißt nur, dass man die jetzt kriegen kann, nicht, dass wir die kriegen. Ja, das heißt, theoretisch die ab jetzt sammeln können, die oder so. Ne? Fritz übt immer noch fürs Kloster, deswegen redet er nicht. Wir wissen nicht so recht, was los ist. Vielleicht haben wir ihn kaputt gemacht, war eigentlich abzusehen. Es kamen keine Landungsschiffe mehr. Da kommen auch ohne Landungsschiffe keine Emotionen. Also es ist wie in so einem Disney-Film, dass er jetzt wie so ein kaputter Roboter ist. Warum brauchen wir Landungsschiffe? Wir könnten jetzt entweder die Level 17 Story-Mission spielen oder den Level 18 Strike, den ich noch nie gespielt habe. Dann wirst du ihn auch jetzt nicht spielen, dann spielen wir die Level 17 Story-Mission. Okay. Fuck you all. Jetzt redet mich hier auch nicht mehr. Hallo. So, ich mach das jetzt ja ganz alleine. Evi, schöner. Das Geile ist, dann schaffst du es trotzdem innerhalb von 5 Minuten, dich selbst so zu beleidigen, dass du nicht mehr. Was soll denn das? Ich muss jetzt echt nicht sein. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Darfst du nicht alles vorher spoilern und. Ich habe jetzt noch eine Handfeuerwaffe in der letzten Folge gekriegt, aber die hat nur 4 Schuss. Die Vex übernehmen die Oberfläche, um den Schwarzen Garten zu schützen. Bald könnte der Mars schlimmer aussehen als die Venus. Wir müssen herausfinden, woher sie kommen. Ruhe. Jetzt. Du warst wieder mit deiner Playstation wieder ein bisschen früher dran als wie immer. Ja, weil ihr spielt es noch auf der PS4, oder? Ich habe eine PS5. Ja, also was? Was wolltest du gerade sagen? Wir haben ja gelernt, dass die Vex doch alle Planeten, auf denen sie sind, zu so Maschinenwelten konvertieren. Ja. Fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn wir wenigstens immer, also hier haben wir das Problem, hier könnten die Vex mal vorbeikommen, weil wir hier immer zu wenig Steckdosen haben. Oh, das war eine Emotion. Ich habe aus dem Fritz einen Lacher rausgekitzelt. Angeblich ist einer hier in der Nähe. War aber auch ein geiler Witz. Ja, ein Hammer-Joke. Meine Fresse. Kannst du mir auch nur gerade so verkneifen. Wie schön das ist. So, aus genau auf der Düne bleiben. Das ist gar nicht so einfach. Geschrieben. Ist der Marsmond, das ist doch Phobos, oder? Das ist ein Marsmond, hat mehrere. Aber Phobos ist auch eine. Kommen, musst du sie erledigen. Sonst wird der Mars früher oder später zu einer ihrer Maschinen. Der feine Herr Mars hat mehrere Monde. Wie bitte? Der feine Herr Mars hat mehrere Monde. Viele Planeten. Ist da schon am Horizont glimmt schon so eine Wex-Bude. Wex, nicht Wix. Keiner gedacht. Bäm, ich fahr euch alle kaputt. Au, au, sie machen mich kaputt. Da ist der Konflikt. So, absteigen und schießen. Mal gucken, wie die Handfeuerwaffe ist mit den 4 Schuss. Relativ schnell leer, vermutlich. Der Hammer gerade. Angeber. So, wir müssen da an diese Lichtsäule ran. Das ist nämlich der Konflux. Mhm. Das darf der Fritz machen, er ist ja die Kamera. Der sieht das schon. Währenddessen gehe ich plündern. Tschüss. Er gehört zu einer noch größeren Woge, unter der begrabenen Stadt. Wir sollten uns das ansehen. Dann wieder aufsatteln. Ich fände es ja geiler, wenn es statt den Dingern so Roboterpferde wie bei Saber Rider gibt. Das wäre so cool. Das können sie dir als DLC verkaufen mit 20 Mack und du würdest sofort zuschlagen. 50 zahlen. 150. Kröten. Fände es sowieso ganz cool, wenn sie irgendwie eine Erweiterung machen, die das Ganze noch ein bisschen so Wild-West-Weltraummäßiger machen würden. Das würde auf dem Mars auch total passen. Also es gibt ja schon ein paar so Waffen, also ich meine die Revolver und so und einige Gewehre sehen ja schon so ein bisschen Wildwestmäßig aus, aber das kann durchaus noch mehr sein. So wie das der ganze Stil von StarCraft ist. Da reden sie sich übrigens immer drauf raus, ne? Dass StarCraft überhaupt nicht Warhammer geklaut hat, weil das sind ja alles Cowboys. Und das war es in Warhammer ja nicht. Mhm. Wer sagt denn das? Die sagen es doch selber, dass sie es daher haben alles. Ja.
So, die begrabene Stadt ist überhaupt nicht begraben. Das machen die dann mit uns. Erstmal Granate rein. Boah. Explosiert. Boah, die haut gut rein. Wie gesagt, nur 4 Schuss, aber... Da hatten wir auch was davon. Out. Au. Au, 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 au. Kommt her, Kinders. Und mit ihrem blöden Schild hilft ihnen auch nichts. Au, au, au. Der widersteht halt allen meinen Angriffen hier. Bei einem Charme. Ich bin tot. Wir müssen... Ich brauche irgendwie einen... Brauche irgendwie eine Waffe, die dem Schild irgendwie Schaden zufügen kann. Weil ich kann den Fliegetypen mache ich überhaupt keinen Schaden. Ja, mit der Handfeuerwaffe auch nicht. Ich probiere mein Automatikgewehr. Was du halt machen kannst, ist, wir können warten, bis unsere Supers voll sind, weil das macht ihnen auf jeden Fall Schaden. Ne, ich glaube, mit dem Automatikgewehr komme ich gerade durch. Kannst du wieder eine Granate reinwerfen, das geht immer. Das sieht schon geil aus. Das ist mein Super Sprite. Dann können wir da gleich mal... Boah, jetzt geh halt drauf, ey. Gibt's ja nicht. Der Axis Minotaure hält ganz schön was aus. Stell den Fritz auf. Au, 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 au. Ich muss das Leben aufladen und dann Blade Dance ich ihn kaputt. Oh, da ist noch einer kaputt. Ja, da ist noch einer. Einen haben wir noch. Ah, eia. Blaue Polyphage habe ich eingesammelt. Ist das denn? Das ist auch für so ein Rohstoff? Ja. Braucht man so ein Rohstoffhandbuch eigentlich hier noch, wie so ein Pilzsammlerbüchlein. Genau, aber es gibt nämlich ungefähr einen Rohstoff in dem Schnauze! Ich bin völlig überfordert. Kommt ihr? Ja, wir haben hier irgendeine Kiste gefunden. Ach so. Mit Relikteisen. Was? Schweine. Ja, dann hol es dir. Cool. Oh, Mangala haut 132. Was? Besser als meine aktuelle. Cool, danke. Das ist eine geile Waffe gefunden, hast. Nee, ein Arm. Ein Arm? 3. 4. So. Strahlt mich nicht so an. Wegen meinem Arm, ja. Es könnte hier drin gleich dunkel werden. Ziel auf alle roten Augen, die du siehst. So gemein. Ich stelle mir gerade vor, wie wenn man so Fotos im Dunkeln macht, haben die auch einmal rote Augen. So was ist eine Familienfeier. Alle platt machen. Autsch. Das ist aber gerade echt cool hier mit dem Licht. Also mit dem Mangel an Licht. Mit dem Licht, das nicht da ist, meinst du? Autsch. Ey. Billigste Art und Weise hier. Dass sie sich nicht schämen. Da. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass an diesem Ort sehr schwer haben, den Fritz mit einem Landungsschiff aus seinem Koma zu reißen, weil so gut fliegen die meistens nicht. Oh, da oben sind auch welche. Ja, dann ist er dafür danach, aber emotional volle Kanne aufgeladen. Wenn er wiederkommt, haben wir umso mehr von ihm. Okay. Spart sich das praktisch auf. Ah! Das bin ich. Ah, nein. Achso, ist da der Fritz auf mich geschossen hat. Ich meine eher dieses Riesenviech. Hier explodiert's bunt. Boah, da unten sind so viele. Oh geil, das ist doch ein halbes Landungsschiff. Das zählt. Er lebt. Close enough. Au. Das ist ja noch besser als ein halber Mac.
Ein Landungsboot, Schiff Mac. Roboter. Schiff Mac. Das ist ein super ekliger Burger bei McDonald's. Ja, geile Sounds noch die ganze Zeit. Ein Hüter ist gefallen. Wow. Das Ding könnte aus Half-Life 2 sein, vom ganzen Design her. Müssen wir noch mehr auf einem Haufen stehen jetzt, dann können wir nochmal den Super reinmachen. Ist das kaputt? Nee. Nee, noch nicht ganz. War fast. Ja, lad nach, ich will auch nochmal raufschießen. Ja, sauber. Bam. Cool. Wow, okay. Okay, dann geht's weiter. Na gut. Die Wax-Quelle. Unter jedem Planeten schlafende Netzwerke zu haben, die sie jederzeit erwecken können. Kundschaft. Kommt's ruhig. Wow, jetzt kommen gleich hier einige. Meine Granate hingegangen. Ah, wir müssen diese Tore ausschalten, ja. What is that? Blade Dancer! Das war knapp. Au, au, au. Darf ich euch mal eine persönliche Frage stellen? Bitte sehr. Schläft euch bei dem PlayStation 4 Pad auch immer die Hand ein? Nein. Mir schläft ständig die Hand ein mit diesem PS4 Pad. Okay. Ich weiß es nicht, weil irgendwie die Griffform ist für meine Mutantenbratzen genau so, dass sie sehr beruhigend offenbar ist. Au. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ich werde Sony verklagen, die Schweine. Ich werde dich verklagen, wenn du mir solche Geschichten noch öfter erzählst. Das will doch keiner wissen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, das zu erfahren. Ah, da hinten kommen welche. Wir müssen die Tore mit kaputt machen. Jetzt. Wie? Die sind so weit weg, als es das gilt. Schau es mal an. Was für eine Sauerei. Da vorne, ach, noch mehr Tore. So wie beim Metro hier so ein bisschen. Achso, ich dachte gerade bei dem Großhändler. Hä? Ja, naja, aber auch hin. Noch mehr von denen da am Wühltisch. Die hat die 100 Kilo Chipspackung genommen, mach sie platt. Schon ein bisschen gewundert gerade. Boah, sind das viele. Na los. Kann es sein? Ihr habt doch Metro Last Light gespielt, oder? Ja. Habt ihr denn. Aber hoffentlich während der Metro-Let's Play dauernd Witze über die Metro gemacht. Nicht einmal. Mann!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Let's Play damit annulliert werden muss. Ah, nein, ich. Nein! Nein! Oh, Michi, du musst, glaube ich, aufpassen, bis der Letzte dann noch lebt. Der letzte ist ein großer Roboter. Das ist echt eher unangenehm. Nein! Ich muss diese 9000 XP sammeln, ohne zu sterben. Ich weiß nicht, wie viel ich schon hatte, aber ich war ganz schön lange nicht gestorben. Hässlicher Fucker! Wie immer noch her, hässlicher Fucker. Wo sind der große Roboter? Den habe ich kaputt gemacht. Achso. Also, wir müssen die Dinger mal kaputt machen hier, sonst kriegen wir hier endlos Kundschaft. Die Tore? Ja. ich habe eine Trophäe bekommen. Ach, das ist, genug Vex töten, ohne dabei getötet zu werden. Das gibt von allen Völkern. Das Stichwort ist töten. Gut. Kein Schuss mehr. Was ist da denn los? Ja, aufgeräumt. Irgendwo ist noch einer. Ja. Ach, hier ist noch ein ganzes Tor. Ja, wir sind gerade aus dem Tor gekommen. Oh, was denn umgerissen hat. Okay. So, jetzt kann man hier sie aufhalten. Ein Konflux ist noch aktiv. Ich sehe mir das an. Ja, sieh dir das an. Ich kann aber nichts machen. Doch, jetzt. Ach doch, jetzt noch. Unglaublich. Das ist gar keine Invasion. Sie kehren zurück nach Hause. Irgendetwas ruft sie zurück in den schwarzen Garten. Hier kommen sie jedenfalls nicht mehr durch. Aber sie finden sicher einen anderen Weg. Wir müssen sie aufhalten. Ja, wieder mal alles richtig gemacht, wie wir es von uns gewohnt sind. Liegt hier irgendwo noch was Geiles rum, bevor hier die Mission zu Ende ist? Keine Ahnung. Boah, kann auch nicht alles wissen. Ich dachte, du kennst dich hier aus. Nee, ich kenne mich hier nicht aus. Na toll, ich würde sagen, die Folge ist zu Ende. Das haben wir super gemacht. Dürfen wir jetzt in der nächsten Folge endlich den Strike spielen, den ich noch nie gespielt habe? Schauen wir mal. Mehr Enttäuschung in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.